Also momentan ist nur mein Bruder mein Vorbild, sonst keiner. Das Kartfahren ist für mich das Größte. Schön, dass der Ehrgeiz, ja? Einfach mal eben aufgehört, an den Rand gefahren, weggeschmettert den Helm, weil es nicht lief. Das war aber jetzt unfair, wir haben von Ihnen gar keine Bilder gesehen. Das haben Sie extra nicht gemacht. Und der Auto hat sich damals dezent zurückgehalten. Ne? Also, ja, es waren schöne Zeiten, muss ich wirklich sagen. Und ich kann mich erinnern, dass wir diesen Dreher mehrmals geprobt haben. Ja. Ist immer in die Hose gegangen, oder? Dieses. Ja. Aber der Ehrgeiz war damals schon da, ne? Ja, ich glaube, der gehört einfach dazu, aber ich glaube, die haben viele junge Menschen in was für eine Richtung auch immer. Das sehe ich jetzt auch bei meinem Sohn, egal was der macht, er ärgert sich, wenn er es nicht kann. Ja? Ja. Haben Sie jetzt einen Schrecken gekriegt bei den Bildern so? Ich komme langsam in ein Alter, wo ich das immer mehr sehen kann, aber es ist tatsächlich so, dass man Schwierigkeiten hat, Bilder von vor 10, 15, in dem Fall mehr als 15 Jahren zu sehen. War das so ein behütetes Zuhause da auf der Kartbahn? Ja, es war ein Jugendtraum, glaube ich. Ich denke, man muss mal sehen, uns hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe alles Mögliche dort erleben können, viele Leute, Menschen treffen können. Ja, und habe eigentlich den ganzen Tag das machen können, was mir Spaß gemacht hat. Da war leider Gottes die Schule so eine Randerscheinung, die ich irgendwo toleriert habe und sie gemacht habe, weil ich sie machen musste. Ach, da ging nicht so viel? Naja, also ich glaube, ein überdurchschnittlicher Schüler gewesen, aber das auch nur, weil es sein musste. War denn für Sie damals schon klar oder haben Sie sich dahin geträumt, ich will mal so richtig Formel-1-Pilot werden? Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich denke, ich habe auch... Formel 1 war für mich realistisch 1996, nachdem ich den Titel in Japan gewonnen habe, in der Formel Nippon. Aber vorher, wir sind auch anders erzogen worden. Zuerst war es ja so, dass mein Bruder doch einen sehr großen Vorsprung hatte und man ja gar nicht davon ausgehen konnte, dass zwei Menschen so viel Glück haben im Leben. Und für mich war das immer klar, ich mache das, was mir Spaß macht. Das war Motorsport, das habe ich so lange wie möglich gemacht. Aber für mich war immer klar, okay, du musst jetzt schauen, erlerne einen Beruf. Und schau, was die Zukunft bringt. Aber ich habe mich nie darauf versteift, Formel 1-Fahrer zu werden. Eine wichtige Bezugsperson war für Sie Oma Anna. Was hat Oma Anna so ausgezeichnet? Naja, wichtige Bezugspersonen waren meine Eltern und die Oma Anna. Ja. Natürlich ist es so, in dem Alter, wenn man aufwächst und meine Eltern standen mitten im Beruf und mussten halt schauen, dass alles läuft. Und meine Mutter war bis spät in der Gastronomie. Mein Vater hat dann am Tag hat die Arbeiten gemacht, logischerweise dann später meiner Mutter geholfen. Das heißt, ich habe relativ viel Zeit allein zu Hause verbracht oder bin mittags nach Hause gekommen. Und eben, dass ich nicht alleine war, war meine Oma da, die heute auch noch da ist, zu der ich heute auch noch ein sehr inniges Verhältnis habe. Dadurch hat sich das natürlich ergeben. Haben Sie Oma Anna mal mitgenommen im Rennwagen? Nein, ich habe Oma Anna versucht, das Autofahren beizubringen, vor langer, langer Zeit, wo ich selber noch keinen Führerschein hatte, aber bei uns auf dem abgesperrten Gelände war das ja erlaubt. Wir dachten, sie sollte mal flexibel werden, aber das hat nicht funktioniert. Woran hat es gelegen, ich meine? Wenn schon, naja, dann lag es auch an der Vermittlung. Ja. Nein, an der Vermittlung, aber ich glaube, da war sie damals ja auch schon um die 60. Ja, etwas ja um die 60 und da war das einfach schon fast zu spät. Kam zu spät. Zieht denn Oma Anna so ein Formel-1-Rennen, einen Musikantenstadel vor? Das auf jeden Fall. Also sie liebt Quiz-Sendungen und Motorsport-Sendungen, aber speziell natürlich Formel 1. Hat auch da alle möglichen Decoder, dass sie das sehen kann. Ist also immer wieder erstaunlich, wie sie das mit ihren 84 noch alles so hin und her switcht. Ja. Sie hat euch total im Griff. Sie weiß, wo ihr seid. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ja. Weil Sie das gerade gesagt haben, Ralf, also nach der Realschule, also Schule war nicht so sehr Ihr Ding und dann zunächst erstmal eine Ausbildung gemacht als Bürokaufmann. Wie lange haben Sie durchgehalten bei der Lehre? Nur einige Monate. Das lag daran, dass ich ein Jahr erstmal Auszeit nach der Schule genommen habe, dann relativ spät angefangen habe die Lehre und dann war das zweite Jahr Formel 3 und da musste ich halt weg und dann die Formel 3 war zu Ende für mich, das Kapitel, und dann kam eben Japan und von Japan aus eine Lehre durchzuführen war eben nicht möglich. Und deshalb habe ich die Lehre abgebrochen, aber auch nur deshalb, weil ich gesagt habe, okay, ich versuche das jetzt, sollte mir das gelingen, ist das okay. Und wenn nicht, dann bin ich 19, 20 und dann kann ich noch immer einen Beruf erlernen oder vielleicht auch studieren. Wenn Sie so zurückblicken, gab es da so einen Moment, wo Sie gesagt haben, wenn ich einen Beruf mache, außerhalb des Motorsports, dann habe ich einen Traum und der sieht so und so aus? Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir da... Also ich habe immer gedacht, okay, wenn das nichts wird, verkaufst du irgendwas. Also ich konnte ja immer relativ gut reden, glaube ich mal.
Und das war etwas, also etwas verkaufen, das liegt mir irgendwo und ich habe auch viele Interessen in alle möglichen Richtungen und deshalb, das war so mein Ziel danach. Ich kann mich noch erinnern, damals als 14-Jähriger, es war ganz schön frech, immer Kontra gegeben und verbal nicht auf den Mund gefallen. Ist das der Unterschied ein bisschen zu Michael, der so introvertierter ist, ruhiger, kaum was sagt manchmal?